Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. 1 Milliarde Euro mehr für Bus, Bahn, Rad- und Fußverkehr. Das ist die zentrale Forderung der Allianz Mobilitätswende für Baden-Württemberg. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe an einer echten Verkehrswende Interessierte, wie schon gesagt, mein Name ist Romeo Edel und ich bin einer der Sprecher dieser Allianz. Vor 2 Monaten sind wir zum ersten Mal an die Öffentlichkeit getreten und ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen und euch sprechen kann. Dass wir nicht als Veranstalter auf den Plakaten stehen, hängt vermutlich damit zusammen, dass es uns bei den ersten Planungen für diese Veranstaltung noch gar nicht so richtig gab. Wir haben im letzten Jahr diese Allianz vorbereitet, weil wir gegenüber der Landespolitik deutlich machen möchten, wir brauchen eine Mobilitätswende, die diesen Namen verdient. Denn so, wie es jetzt geht, kann es nicht weitergehen. Und das erste große Ziel für uns ist tatsächlich die Landtagswahl im März 2021. Wir sind ein breites gesellschaftliches Bündnis, überparteilich, aber wir ergreifen Partei für Menschen, Natur und Klima, damit wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten können. Die Bundesregierung hat 2016 beschlossen, für den Verkehrssektor die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 40% zu senken. Bezogen auf das Basisjahr 1990 bedeutet das 1% pro Jahr. Man könnte denken, ein leichtes Ziel, 1% pro Jahr. Doch bundesweit ist in den ersten 30 Jahren leider nichts geschehen. Die Reduktion des CO2-Ausstoßes im Verkehrsbereich ist null. Und wir haben es vorher schon ein bisschen gehört, für Baden-Württemberg ist es leider noch schlimmer. Dort sind die CO2-Emissionen in den letzten 30 Jahren um über 10% gestiegen. So kann es nicht weitergehen. Deshalb fordern wir 1 Milliarde Euro mehr pro Jahr für Bus, Bahn, Rad- und Fußverkehr. 1 Milliarde pro Jahr in den Landeshaushalt, damit eine umweltfreundlichere Mobilität gefördert werden kann. Das heißt, Vorfahrt für den öffentlichen Personennahverkehr, Ausbau von Bus und vor allem Radwegen. Der Mobilität auf 2 Rädern muss die Zukunft gehören. Schon jetzt gibt es über 5 Millionen E-Bikes in Deutschland. Das ist die Elektromobilität, die wir vorrangig benötigen. Wir fordern eine deutliche Reduktion der PKWs in Baden-Württemberg. Der Christoph Ossatzek hat schon die Studie erwähnt. Auch wir schließen uns natürlich dieser Studie Mobiles Baden-Württemberg aus dem Jahr 2017 an. Dort wird eine Reduktion des PKW-Bestands bis 2050 von 6 Millionen auf 1 Million vorgeschlagen. Und wir fordern die Halbierung der PKWs in den Städten spätestens bis 2035. Wie würden unsere Städte und Kommunen aussehen, wenn die vielen Stehzeuge nicht mehr den öffentlichen Raum prägen? Wir brauchen ein neues, ein anderes, ein positives Narrativ. Die Erzählung, freie Fahrt für freie Bürger, die den Ausbau des motorisierten Individualverkehrs auf 4 Rädern des letzten Jahrhunderts verkündete, ist eben aus dem letzten Jahrhundert. Sie ist veraltet und nicht mehr zukunftsweisend. Wir erzählen von einer anderen Freiheit. Ich wünsche mir Städte und Ortschaften, in denen meine Enkel sich frei bewegen können, in denen sie völlig selbstverständlich alleine und ungefährdet zur Schule gehen können und nicht auf ein Elterntaxi angewiesen sind. Das ist Freiheit. Oder ich stelle mir Innenstädte vor, in denen alte Menschen sich gerne aufhalten, in denen sie gemütlich auf einer Bank sitzen und den Vögeln lauschen, statt vom Verkehrslärm zugedröhnt zu werden. Das ist Freiheit. Ich stelle mir eine Mobilität vor mit schadstofffreien Fahrzeugen, die uns unbeschwert Luft zum Atmen geben. Das ist Freiheit. Und jetzt wird es spannend.
Es ist uns gelungen, für unsere Allianz nicht nur die großen Verkehrsverbände wie VCD oder ADFC oder die Umweltverbände wie den Landesnaturschutzverband oder den BUND zu versammeln. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist Mitglied unserer Allianz und hat sich mit seinen Mitgliedsgewerkschaften diesem Bündnis angeschlossen. Das war gar nicht so ganz einfach. Und das ist etwas Besonderes, denn natürlich sind Gewerkschaften zuerst Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich Sorgen machen um ihre Arbeitsplätze. Aber Arbeitnehmerinnen sind eben auch Bewohnerinnen von lauten Straßen oder haben Kinder, die keinen sicheren Schulweg haben, oder sie sind Eltern von Kindern, die auch in 30 Jahren noch gut leben wollen auf diesem Planeten. Deshalb freuen wir uns, dass die Gewerkschaften dabei sind bei unserer Allianz. Wir benötigen die Gewerkschaften für die Mobilitätswende und wir benötigen die Gewerkschaften, damit diese große Transformation in unserer Gesellschaft gelingt. Wir benötigen die Gewerkschaften, damit ein Wandel von einer Automobilwirtschaft hin zu einer Mobilitätswirtschaft gelingen kann. Es soll weiterhin gute und gut bezahlte Arbeit geben. Aber die muss es nicht nur im produzierenden Gewerbe geben. Wir werden in Zukunft andere Arbeitsplätze benötigen und andere haben. Beim derzeitigen Stand sind diese in der Regel schlechter bezahlt. Das muss aber so nicht bleiben. Und es könnte eine harte gesellschaftliche Auseinandersetzung geben um die Verteilung der Einkommen. Deshalb brauchen wir diese breite Allianz, damit wir möglichst viele Menschen in unserem Land für diese Wende mitnehmen können. Und wir brauchen diese breite Allianz, denn wir haben einen mächtigen Gegner. Viele denken jetzt vielleicht an die Automobilwirtschaft. Aber der vermutlich noch größere Gegner ist das alte Narrativ. Immer größer, immer schwerer, immer stärker, immer schneller. Unsere Städte und unsere Ortschaften halten das nicht mehr aus. Und vor allem unser Klima hält das nicht aus. Dieses alte Narrativ sitzt in den Köpfen. Vielleicht auch in dem einen oder anderen Kopf von uns. Und da muss es raus. Wir brauchen eine neue Erzählung. Wir brauchen andere Fahrzeuge, kleinere und leichtere, mehr Carsharing, mehr Ridesharing und vor allem weniger vierrädrige Fahrzeuge. Den Zweirädern gehört die Zukunft. Deshalb fordern wir 1 Milliarde Euro mehr für Bus, Bahn, Rad und Fußverkehr, denn wir wollen Städte für Menschen, Stadt für Autos. Vielen Dank.